Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 30. September. Der Monat nähert sich dem Ende und wir wollen hier mal die Lage eingrenzen bei einem Währungspaar, das zugegebenermaßen stark abgestraft wurde und sich seither hier, ja, Sie sehen es im Chartbild, gehen wir mal auf das große Bild hier, speziell eben dem Kiwi, und er sich seither hier versucht, im abgeschlagenen Niemandsland mehr oder weniger zu stabilisieren. Interessant dabei, wenn wir uns das große Bild betrachten, hier dieses Top vom Juli des letzten Jahres. Hier sehr, sehr interessant, dass wir nahezu punktuell am Hochpunkt am All-Time-High hier vom August 2011 gescheitert sind. Es gelang nicht, dieses Niveau zu überwinden und seitdem befindet sich der Kiwi, hier die Händlerbezeichnung für den Neuseeländer gegenüber dem US-Dollar, in einer Abwärtsbewegung, die immer wieder mal stufenweise ja, einen starken Impuls erfuhr, eben hier dann ab Sommer 2014 und speziell zuletzt hier nochmal ab dem Frühjahr 2015. Und man sah hier im August die Ansätze einer Stabilisierung hier im Unterstützungsbereich der Vorjahre. Das war hier insbesondere die Zone um 0,6560, 0,6570, hier hergeleitet aus dem Hoch vom Jahr 2009, dann hier der Ausbruch aus dem Jahr und dann kurze Zeit später hier 2010 ein Pullback in diese Zone. Und genau die Zone, und das ist schon preislich sehr, sehr interessant, ist genau die, wo das Währungspaar hier auf Wochenbasis eine leichte Stabilisierung erfuhr. Doch nach diesem Ansatz des Ausbruchs aus diesem Abwärtstrend, im Zuge dieser Abwärtstrendlinie hier vom August, hat sich dann jedoch hier relativ zügig im Sinne des Gesamtmarktausverkaufs zum Ende des Augusts hier wieder ein klarer Rückfall dargestellt und aktuell befindet sich der Kiwi ja buchstäblich im Niemandsland. Wir haben hier technisch gesehen nicht wirklich relevante Unterstützung. Man kann jetzt hier ein Stück weit mutmaßen, hier die Kerzen Lunden von hier oben, von hier unten besser gesagt, aus dem Jahr 2009, wenn wir hier diese Unterstützungszone mal kopieren, könnten hier einen leichten Support darbieten, aber das ist auch schon ein Stück weit, ich will sagen, fast philosophisch. Denn der Markt hat, wie gesagt, hier nicht wirklich eine tragfähige Unterstützung ausgezeichnet, aber im Sinne dieser Preiszone wollen wir mal sehen, was wir hier eingrenzen können. Auf Wochenbasis, wie gesagt, der Preis selber oberhalb des letzten Tiefs, was hier markiert wurde, eben im August, und das war ein Level von 0,6194. Und unterhalb dieser jetzigen, das machen wir gleich mal rot, jetzigen Widerstandszone, wenn er denn will. Glaube, Charting mag gerade nicht so, wie ich das gern will. Also hier oben Widerstand, hier unten Unterstützung, das lässt sich klar klassifizieren. Befinden wir uns in einer Range. Und das wollen wir jetzt mal auf Tagesbasis nochmal ein Stück weit näher beleuchten. Dazu nehmen wir auch hier mal eine Unterstützung bei rund 0,62 im Sinne dieser Tiefzone hier aus dem Vorjahr 2009, aus dem Vorjahr, früherem Jahr vielmehr, 0,6215. Machen wir das hier auf den Punkt fix. Im Sinne dieser Ausverkaufs hier der Augustkerze auf jeden Fall eine Zone, die interessant erscheinen könnte. Und ja, der Neuseeland-Dollar heute stark. Es gab Daten in der Nacht, die hier positiv beflügelten. Generell haben wir hier auch einen kurzfristigen Unterstützungsbereich, der sich hier eben um 0,6255 klassifizieren lässt. Und oberhalb dessen hat der Markt hier gute Chancen, durchaus wieder nach oben anzuziehen. Und hier dieses kleinere Unterstützungslevel nach oben bei rund 0,6413 zu attackieren. Das heißt, wir haben eine übergeordnete Zone, eine untergeordnete Zone, hier sozusagen eine Range und ein Verlassen dürfte hier entsprechende Folgeimpulse auslösen. Gehen wir also nach oben raus über 0,6415, 0,6420, dann besteht Potenzial bis 0,6570 auf Tagesbasis und Swing Trading Gesichtspunkten. Gehen wir hingegen unter 0,6255, dann ist die Gefahr groß, dass wir hier das Level 0,6215 nach unten auflösen und hier weiter abtropfen. Das, wie gesagt, muss ich jetzt mal zeigen, wenn der Markt hier tatsächlich ausbricht, inwiefern er dann hier eben genau dieses Niveau letztlich als Widerstand/Unterstützung annimmt, aber
Die Impulse sind relativ eindeutig ableitbar und zeigen eben, dass der Kiwi, unabhängig dessen, dass er hier mehr oder weniger versucht, im Niemandsland eine Stabilisierung herbeizuführen, dass er angeschlagen bleibt. Die allgemeine Rohstoffschwäche, ja, wirkt sich natürlich auch auf den Kiwi aus und ob das Ende hier schon gefunden ist, darf bezweifelt werden. Ich meine, die Milchpreis, Dramatik in Neuseeland ist auch da ein großes Thema. Aber letztlich muss man einfach mal abwarten, wie sich hier die Reise entwickelt. Rein technisch, wie gesagt, Neuseeland-Dollar, US-Dollar hier im Niemandsland. Ein Ausbruch kann Impulse liefern. Inwiefern die sich dynamisch gestalten, das muss ich, wie gesagt, dann aber erstmal zeigen. Grundsätzlich von der großen übergeordneten Abwärtsbewegung scheint hier mal ein größerer Impuls nach oben möglich. Aber man darf natürlich hier nie vergessen, der Markt ist hier offenbar noch nicht fertig, solange es hier nicht eine anständige Bodenbildung gibt und die steht bislang aus. Unterhalb 0,62, wie gesagt, muss man sich hier eindeutig noch viel, viel tiefer orientieren. Dann laufen wir schon in Richtung der Niveaus hier aus dem Jahr Anfang 2009. Wirklich bullisch dürfte man erst werden, wenn hier diese einste Unterstützung, jetzt Widerstandszone von 0,65, 70, 0,65, 50 hier klar überboten werden würde. Dann hätte das Währungspaar reichlich Aufwärtsspielraum. Doch das wäre gerade im Kontext dieser übergeordneten Abwärtsbewegung, auch selbst wenn es eine Erholung bis 0,7250 geben würde, rein korrektiv zu sehen. Also Neuseeland und US-Dollar weiterhin in Schieflage. Besserung mit Ausbruch aus der Range gegebenenfalls möglich, aber das Bild bleibt kritisch. Ich wünsche Ihnen erstmal ein gutes Händchen bei Ihren Aktivitäten, sofern Sie auch den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar natürlich traden. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann im Laufe des weiteren Tages zum JFD Live Trading TV wieder. Alles Weitere dann später. Bis dahin viel Erfolg, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.